Hallihallo, hier ist wieder Papanoob. Es geht weiter mit The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. An diesem Schrein waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Und der Name des Schreins lautet, unaussprechlich, Kiyuyuyo, keine Ahnung. Egal. Ah, und wir befinden uns, da. So, da habt ihr mal eine kleine Orientierung. Da ist der Punkt, wo wir hin müssen. Ich vermute, dass das dieser versteckte Tempel aus BOTW ist. Aber erstmal mal den Schrein. Wenn ich ihn hinkriege. Mal gucken. Das überspringen wir. Kostet mehr Zeit. Spiel mit dem Feuer. Na super, das fängt schon gut an. Okay, da ist was. Das brennt. Eine Überlegung, ob da was oben drauf ist. Da will ich in letzter Konsequenz hin. Okay. Und da ist ein Schalter. Gut, ist klar, wenn ich da runtergehe. Jetzt sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme den Schalter und drücke auf Zeitumkehr. Okay, jetzt sehe ich nur noch eine Möglichkeit. Warum funktioniert die Zeitumkehr bei dem Schalter nicht? Was soll der Müll? Das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Es geht wirklich nicht. Ist ja fieslich. Gut, dann stellen wir den. Moment. Den sollten wir größentechnisch etwas anpassen. Burn. Wow, nicht so viel. Hallo, komm raus. Der wurde aber extrem schnell kleiner. Hoffentlich reicht der noch jetzt. Da hat sich die Perspektive wohl etwas verlassen. Oh, das reicht noch. Glück gehabt. So, was haben wir hier? Wir haben was für hoch. Die Hüpf. Okay. Wir kommen nicht hoch. Ich habe doch dafür auch. Okay, das ist ein Eiswürfel. Ich muss da hochfliegen. Hoffentlich geht das nicht in die Hose jetzt. Oh, nö, das geht super. Ah, schon wieder Feuer. Und da laufe ich garantiert nicht drüber. Okay. Ganz ehrlich, Leute. Das erscheint mir gerade. Also entweder habe ich voll den Geistesblitz. Oder ich bin schlau. So, jetzt lassen wir das Ding nämlich mal hier stehen. Schnapp uns mal ganz schnell den Eiswürfel hier, bevor der gegrillt ist. So, dann stellen wir den mal da ab. Dann schnappen wir uns die Platte. Ich glaube nicht, dass wir die nachher da drauf da unten brauchen. Dann hoffen wir, dass die Platte jetzt nicht glüht und den Eiswürfel schmilzt. Was ist denn das? So, na, hey, sag mal, Dres, was macht denn das Ding hier? Okay, habe ich jetzt nicht verstanden, egal. Ich papp die Platte jetzt einfach mal da oben drauf. Gut, und dann nehmen wir den Kram und stellen den mal hier drauf. Und ab dafür. Jawohl, das scheint zu funktionieren. So, dann. Ja, sehr schön. Dann trennen wir die beiden nochmal.
So, und wenn das jetzt klappt, bin ich an der Kiste. ja. Definitiv. Gut, den Eiswürfel lassen wir vorm schön hier stehen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir den nochmal brauchen. Aber... Nee. Jetzt. Mal gespannt, wie lange das dauert, bis ich die Bedingungen drauf habe. So, ich will nämlich wissen, ob da noch was ist, ob ich da irgendwie irgendwo hin kann. Deswegen habe ich die Platte mitgenommen. Ich kann da nichts ankleben. Moment, das ist ein Schalter. Okay, wir brauchen den Eiswürfel. Ah, ich dachte, da wäre im Feuer vielleicht eine Kiste versteckt. Und wollte eigentlich die Platte oben ankleben. Aber dann war die Kombi, die ich gebaut hatte, ja eigentlich schon richtig. Damit sie den Eiswürfel nicht zerschmilzt, klebe ich die Platte oben drauf. Und dann müsste der ganze Krempel auch schwer genug sein, um den Schalter zu aktivieren. Naja, nicht sehr gut gebaut. Hey, ich will dich nochmal da hoch, ich gehe auf Nummer sicher. So, na komm. Ah, so sieht's besser aus. So, genau. So war der Plan. Perfekt. So, jetzt noch ein kurzer Blick, ob ich alle Kisten habe. Jawohl, habe ich. Und ab dafür. So. Er kam gerade noch so der Gedanke, was mache ich eigentlich mit den 600.000 Crocs, die es da wieder gibt. Die kann ich unmöglich alle zeigen. Also, theoretisch schon, aber dann guckt ihr diese Let's Play bis ins Jahr 2038. Ich glaube, dass wir um den Bogen machen. Ich glaube, das wird zu langatmig. Insofern machen wir es einfach so, wenn ich irgendwo einen Kroggy finde, der besonders, sag mal, hab ich was am Schwimmer? Lag der nicht gerade da hinten? Na egal. Gehen wir halt außen rum. Aber mit dem will ich mich mit 4 Herzen echt noch nicht anlegen. Ja, Schmetterlinge kriege ich auch noch nicht. Ich muss unbedingt rausfinden, wo ich das Ninja-Gewand herkriege. Weil das ist für meine Art zu spielen schon wichtig, das zu haben. Es geht auch ohne, aber so ist eigentlich besser. Also mit dem. So. Jetzt müssten wir eigentlich ziemlich nah an diesem Ding sein. Ja, das kriegen wir wieder nicht. Mal gucken. Dankenswerterweise, ich muss eventuell gleich klettern. Ja, wir sind richtig. Ich muss eventuell gleich klettern und was ist? Es regnet natürlich. Oh, das habe ich in BOTW schon gehasst. Ohne Ende. So. So. Kommen wir hier irgendwo rein? Ist hier was Interessantes? Ist hier vielleicht ein Kroggy? Ah, guck mal da, es regnet nicht mehr. Das finde ich mal nett. Danke, Nintendo. Kriegt einen Keks. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so begeistert von dem Spiel. Ich habe schon ernsthaft drüber nachgedacht, einfach einen Briefumschlag zu nehmen. Ein Foto von mir reinzustecken, wo ich ganz breit grinse und hellauf begeistert bin.
das nach Japan zu schicken zu Nintendo und einfach nur drunter zu schreiben, danke. Wobei die das dann nicht lesen können. Aber ich glaube, sie verstehen es dann. Hi. Oh Link, du bist ebenfalls hier. Impa hatte geschlussfolgert, dass es hier oben etwas geben muss, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Diesen Ort zu erreichen war gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Dann jedoch wurde Impa ungeduldig. Als ich sie nur für einen Moment aus den Augen ließ, war sie schon in den Tiefen des Tempels verschwunden. Ja, so ist das mit älteren Leuten. Wer schon mal mit älteren Leuten einkaufen war, der weiß, wovon ich rede. Drehst dich rum, sind sie weg. So. Sobald ich den Ballon ordnungsgemäß festgemacht habe, werde ich ihr nacheilen. Ja, dann mach. So, jetzt kriege ich einen Zettel zugesteckt. Da steht drauf: Dozo Onega Ishimas. Das heißt wohl so viel wie Danke auf Japanisch. Denkt jetzt bloß nicht drüber nach, wer hier sitzt und Japanisch spricht. So. Okay, natürlich. BOTW war hier alles voller Wächter. Ich hoffe, ich spoiler hier niemand, der BOTW noch nicht gespielt hat, aber falls doch, sorry, hör halt weg. Was haben wir denn hier? Ein Knochenbockbogen mit 24. Moment. Aha. Was nehme ich denn da? Moment, der Konstruktbogen. Der scheint bei Gewitter zu gehen. Der hier ist auch aus Holz. Ach komm, pfeif drauf. So. Kistencheck. Klopf. So. Dann machen wir keine Experimente. Sondern machen das quasi wie althergebracht. Okay, da ist auch safe. So, da unten sitzen auch welche. Okay, der Weg da drüben scheint noch ganz zu sein. Nehmen wir den. Ups. Boah. Schreck. Ach, guck mal, da hinten ist ein Schrein. Moment mal, da stand doch früher mal die große Statue da hinten. Da war doch dann früher auch ein Schrein. Ich könnte doch auf das Podest schweben. Packe ich das von hier? Nee, das machen wir lieber von da drüben aus. Schnell rüber. Jetzt nicht runterfallen, wenn es geht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier auch irgendwo Impa finden. Ja, die wären jetzt nicht so übermächtig, aber. Oh, eine Kiste. Gut. Ein Soldatenbogen. Nee, ich will meinen Schwalbenbogen behalten, der ist schön. Ja, ich weiß, ist Blödsinn. So, da unten geht es nun nicht weiter. Da stehen nur Kisten, die ich gerne hätte. Ah, gucken wir mal schnell. Ich wollte da hoch. Oh. Schild, Schild, Schild. Ich glaube, dafür kann ich ein Soldatenschild opfern. Ah, so stampig verarbeitet, dass er schnell kaputt geht. Na, ist egal. Es werden noch bessere Schilde als der Soldatenschild kommen. Hoppla.
Hoffentlich reicht die Ausdauer, weil da komme ich, glaube ich, nicht rüber. Das ist ein Überhang. Das kann er, glaube ich, nicht. Oh, dafür geht es da weiter. Ist okay. So, ab nach oben mit dir, mein Junge. Dann gucken wir mal, wo es da hingeht. Könnte sein, dass da noch mal eine lange Halle kommt. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr so in Erinnerung, aber ich glaube, da kommt eine lange Halle, jawohl, wo am Ende eine große Statue steht. Okay, da steht keine große Statue. Da ist ein Schrein. Gegner sehe ich keine. Auf dem Baum da würde ich einen Grog vermuten. Keine Ahnung. Warum habe ich jetzt viermal drücken müssen, bis das Parasegel aufging? Ja. So, was haben wir da unten drin? Pilze? Okay, ich sag mal, wenn man mal durch ist, einigermaßen, und sich die Nebenaufgaben und Ähnlichem widmet, dann findet man hier Impa. Dann kann man sich hier drin gerne nochmal umgucken. Maya Uzi-U Schrein. Maya Uzi-U. Oh Mann. Ich würde mal gerne wissen, was das alles heißt. So, jetzt gucken wir mal. So, Maya Uzi-U. Gut. Der Punkt ist dann mal fix. Wir machen erst den Schrein, dann gehen wir zu Impa. Flöße mit Segeln. Ja, das kennen wir schon. Kombinationsgabe. So, oben sehe ich nichts. Ach, schade. Ich dachte gerade, ich stelle mich einfach vors Tor und teleportiere mich nach oben, aber ich glaube, durch das Gitter geht das nicht. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Block. Zweimal, dreimal. Zwei. Okay. Ich glaube, ich muss hier Tetris spielen. Moment, ich muss denken. Kann sich um Stunden handeln. Nee, Quatsch. Mit ein bisschen Glück passt das schon. Hallo? Du sollst das hier nehmen. Ja, offensichtlich. Nice. Ja, Tatsache, es geht nicht. So, das hatten wir, das hatten wir. So, das stellen wir gleich wieder auf Kleister um. Da hinten leuchtet was. Da ist ein Fass. Ja, und in Tempeln vorher mal vorsichtig um die Ecke zu spitzeln, hat sich als durchaus hilfreich erwiesen. Dann nehmen wir doch mal gleich diesen Knochenbockbogen, weil der hat ein bisschen mehr Dampf als meine anderen. Boah, der hat einen Flammenwerfer, Alter. Brennst du? Der hat mich voll angekokelt, der Sack. Okay.
Okay. Flammenkeule. Konstruktbogen. Ist da was? Da liegt doch auch noch so ein Ding. Ha! Jetzt habe ich einen Flammenspeer, ist doch auch was. Hier keine Kiste? Gut, das ist erfahrungsgemäß. Ah, da hinten ist eine Kiste. So, das hier wird wahrscheinlich ein kleines bisschen schwerer. Jetzt kann ich mir aus den Dingern da was bauen oder ich mache es mir einfach und hol mir da hinten so ein Fass. Hä? Guck mal da, da ist wieder so ein Ding aufgetaucht. Ach so, was könnte da eigentlich drin sein? Ein Rubin. Nintendo, findet ihr das nicht ein bisschen übertrieben viel? So. Lopp. Nehmen wir uns so ein Fass mit und dann sollte das eigentlich funktionieren. Du sollst hier bleiben, du dummes Fass. So, das stellen wir uns nämlich da oben drauf und dann müsste das gehen. So. Verbinden wir auch nicht, das stellen wir nur drauf. Sag mal, seit wann kann er nicht mehr... Hallo? Wieso kann der jetzt nicht auf das Fass drauf? Soll das ein Scherz sein? Oder auch mal drauf stehen bleiben, wenn er dann mal oben ist. Hä? Wieso geht denn das nicht? Springt denn der nicht? Oh, sag mal. Ey, was ist denn hier los? So, das kann doch wohl nicht sein. Der kann auf die Blöcke drauf, aber nicht auf das Fass. Hallo, drauf. Ich kann nach vorne drücken, wie ich will. Es reagiert nicht. Gut. Dann anders. Jetzt nehme ich die ominöse Hand und stelle das dahin. So, dann warten wir einen Moment. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Dann bleib doch mal drauf stehen, du Holzkopf. Hat dann. Das gibt's doch nicht. Warum bleibt denn der nicht stehen? Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr auf dieses blöde Fass. Weg mit dir, blödes Teil. Sag mal. Auf die Fässer konnte man doch drauf. Warum geht denn das nicht mehr? Ich bin beleidigt, Nintendo. Ihr seid schuld. Das verstehe ich jetzt wirklich gerade nicht.
Los jetzt. Das dauert der Schrein ja ewig. Nerv. Was bist denn du für ein Brocken? Du sollst das Ding nehmen. Hallo. Etwas langsam. Kippt das um oder bleibt das stehen? Das bleibt stehen. Mann, 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 Mann. Das hat ja ewig gedauert. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ding hier zusammenkriegen. Das kann sich eigentlich auch nur um Stunden handeln jetzt. Weil ich jetzt nämlich keine Ahnung habe, wie das korrekt zusammengehört. Hallo? Geh doch mal dran. Hey! So. Okay, so passt die Kiste. Immerhin. Dafür hat das geklappt. So, Abmarsch. Moment, haben wir alle Kisten? Jawohl. Das war eine schwere Geburt. Wie lange habe ich jetzt in diesem Schrein gebraucht? Gefühlt 2 Stunden. Und wir müssen ja noch zu Impa. Ja, raus da. Hm? Wo kann es nur sein? Sag mir mal was. Ja, ja, danke für deine Hilfe mit dem Heißluftballon. So. Irgendwo in diesem Tempel muss ich etwas befinden, das im Zusammenhang mit den Geoglyphen steht. Ich suche danach, doch bisher bin ich noch nicht fündig geworden. Bei der Größe dieser Kammer ist das auch schwierig. Wo kann das nur sein? Gut, das könnte natürlich irgendein Wandbild oder sonst irgendwas sein, klar. Aber da hinten ist nochmal ein Tor, nochmal ein Durchgang. Und dann liegt noch ein Frostling Abpfeif drauf. So, und hier liegt die große Statue. Oh, wer hat die umgeworfen? Was ist in Hyrule passiert? Ah ja, das war fast klar. Es
war fast klar, dass hinter dieser Tür noch was ist. So. Aber inwiefern das mit den Geoglyphen zusammenhängen soll, kein Plan. Es erinnert mich ein bisschen an diese Statuen in der Wüste. Aber gut, die sind natürlich, war natürlich viel größer. Moment mal. Okay, wir haben gefunden, was sie gesucht haben. Ups. Okay. So, oh, dieser Raum. Pimper, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. Also das ist eindeutig, das ist die Landkarte, die Map von Hyrule. Und anscheinend ist da überall schön markiert, wo die Dinger sind. Diese Abbildung an den Wänden. Könnten das nicht die Geoglyphen sein? Was mag das alles nur bedeuten? Ich glaube, bei der Abbildung ganz links an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erstes sahen. Ja, sehe ich auch so. Hast du recht. Die nächste Abbildung. Laut der Karte auf dem Boden müsste sie sich nahe dem Dorf der Oni wiederfinden. Ist ja genial. Auch die anderen an dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen in der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Da mache ich mir doch... Moment, da mache ich mir doch mal ganz kurz einen Screenshot. Momento. Wenn ich das hinkriege, das machen wir gleich. Das blende ich euch gleich nochmal ein. Weil davon will ich ein Bild haben. Ne, das machen wir noch besser. Papa ist ja gewitzt. Erstens, wir finden hier eine Treppe. Dachte ich mir, weil irgendwie muss Impa ja runtergekommen sein. Ah, perfekt. So, und jetzt habe ich auch eine schöne Sicht auf die Karte. So. Geht das so? Hm? Ja, fast. So eine richtig gute Sicht kriege ich auch nicht zustande, aber... Das ist auch nicht besser. Ich muss mal eine kleinere Waffe in die Hand nehmen. Oder auf den Rücken schnallen. So, jetzt sehe ich besser. Jetzt haben wir es. Und jetzt machen wir einmal... Ich wollte kein Video, was soll das? Aufnahme, genau. Jetzt kann ich nachgucken bei Bedarf. So, okay, dann haben wir das gefunden. Wir wissen jetzt, wo die Geoglyphen zu finden sind. Wir wissen, dass wir irgendeine Wasserpfütze finden müssen. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, da die nächsten Türme weiter weg zu sein scheinen, im Moment zumindest. Ah, da unten hatte ich ja auch schon Türme markiert. Oh, das war mir entgangen. Die habe ich ja schon markiert. Dann kann ich die Markierung hier löschen. Genauso wie da unten die. Was sollte das? Ich will doch das Lila dann löschen. Hallo. Geht nicht. Die habe ich so punktgenau aufeinander geklatscht. Egal. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Nah. Zum Spähposten.
So, wenn Maronus auf mich gehört hat, war das in diesem Part oder im letzten? Weiß nicht mehr. Ich glaube im letzten Part. Wenn Maronus auf mich gehört hat, dann hat er sich hier hingestellt. Da hat er seine Ruhe. Aber ich sehe ihn mal nicht so auf Anhieb. Ich sehe ihn doch. Sehr gut. Jau. Dann gucken wir mal, ob ich bei Maronus noch irgendeine Tasche erweitern kann. Schlimm wäre es ja nicht gerade, ne? Das flicken wir noch kurz mit ein. Hallo. Ich fühle mich hier sicher. Ja, okay. Mal gucken, was ich für drei noch kriege, aber. Die Waffentasche. Immer die Waffentasche zuerst. Jawohl. Gut, jetzt habe ich zwar keine mehr, aber nicht weiter schlimm. Da kann ich ja gegebenenfalls zwischendrin mal, ohne aufzunehmen, einfach auf Grogjagd gehen. Aber erst später, wenn ich die wichtigsten Sachen habe, sprich die Türme. Weil das ist eigentlich mein erstes Ziel, die Karte zu vervollständigen. Das wird schwer genug und dabei werde ich mit Sicherheit dann noch ein paar Schreine machen. So, eigentlich wollte ich jetzt noch mal zu, wie heißt die noch mal? Pura. Mit dem könnte ich auch mal reden. Hallo? Guten Morgen, was für ein wundervoller Morgen, oder? Hey du, hast du eine Ahnung, wie viele Sorgen ich mir gemacht habe? Leitender Pura-Pet-Entwickler. Das ist also der Arm, von dem Pura geredet hat. Schon seltsam. Na, dafür ist jetzt keine Zeit. Ja, ich habe das Pura-Pet. Ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Ja, gib mir ein Bombenmodul. Hä? Wenn die Sache mit Joschas Erforschung der Abgründe erledigt ist, setze ich meine Forschung im Institut in Hateno fort. Abgründe? Also folge mir, wenn die Zeit reif ist, solltest du auch nach Hateno kommen. Da will ich sowieso noch hin. Okay. Ach, stimmt, ich war ja eben erst hochgeflogen, quasi. In Anführungszeichen, für die zumindest, weil als ich. Nach dem ersten Abflug bin ich ja gleich losgestürmt. Konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografiertürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Jetzt geht's ans Eingemachte. Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen, überall. Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Ja klar. Guckst du hier? Warum leuchtet da oben links der Punkt? Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Eldin, Gerudo, Ranel oder Ranele. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Okay. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Ah, übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht um, im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ja. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Ah, da muss ich wohl auch dann mal hin. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie weiterhelfen. Okay, merken, ich muss zur Zeitung.
Ich werde weiterhin durch die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sich auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand. Die hat immer noch eine Blockflöte in der Hand. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Halt! Du bleibst hier. Also erstmal, Hauptziel untersuche die vier Regionen und die hier hatte ein Ausrufezeichen. Ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robby diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe. Wisst ihr was? Das, was die zu diskutieren haben, das hören wir uns auch an. Aber das machen wir im nächsten Part. Und bis dahin wisst ihr, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren, ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und genießt euer Leben. Bis denn dann. Tschüss.